So, das geht ja mal gar nicht. Beiß mal rot, da müssen wir noch was ändern. Willkommen hier am 10. Spieltag für uns gegen die Jungs von Hannover 96. Platz 5 gegen Platz 4. Ja, und das Gute ist, wir können daran was ändern. Wir können die nämlich überholen. So, die spielen dann in grün-schwarz, obwohl das eigentlich so ein Albtraum-Trikot ist für mich, weil wir eigentlich permanent gegen die verlieren in diesem Aufzug. Wir schauen mal drauf. Wer kann denn heute spielen? Wer sollte besser nicht? Nach der Partie gegen Rapid Wien mit diesem Wahnsinnsfreistoß. Also eigentlich müsste ich den S-Wein als Belohnung heute da reinstellen. 84 hat mittlerweile Bakkali. Hammer. Volland hat eine 80. Ja, ich glaube, da machen wir das heute mal so, dass der Kevin Volland da vorne spielt. ZOM. Links S-Wein, rechts Bakkali. Boah, eine 84. Also ich glaube, lange kann der nicht mehr bei uns spielen. Was heißt kann? Könnte schon, aber ich fürchte, dass irgendwann die fetten Angebote kommen werden. Ich weiß, ich muss das nicht annehmen. Aber ist er dann schon verlockend? Schmelzer mit einer 80, aber ich vertraue da lieber auf Durm. Ist ja auch so ein bisschen, ja, Man of the Week in Dortmund zur Zeit. Also was der da spielt, ist ja auch jetzt von irgendwem, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, vorgeschlagen worden für die Nationalmannschaft, eventuell für den Sommer, für die WM. Aber das, ja, das geht halt immer sehr schnell. Es wird immer sehr schnell hochgelobt und dann spielen die mal nicht gut und dann kommen sie wieder alle an und prügeln auf die ein. Ja, mit Ginter, da müssen wir noch lange warten, bis der wiederkommt mit seiner Prellung. Aber Gott, wir können es kompensieren und wir versuchen es heute bei schönem Wetter daheim gegen Hannover. Gehen wir auch sofort ins Spiel. André Hoffmann wird dann nicht gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen von Beginn an zumindest nicht spielen. Also Batshuayi müsste auch nochmal was treffen. Das wäre schön zumindest. Und nicht nur das Ding da hinten. Also das ist ja ein Witz. Da schießt er diese komische Boje da um. Ja, und für den guten Öztunali ist es eine Chance. Hab gesehen, Form ist gut und das will ich auch irgendwo belohnen. Ihr habt es ja auch dann letztendlich mitbekommen, dass ich ohne Zögern eben dann noch den S-Wein da reinstelle. Klasse Freistoß. Also hoffentlich bekommt man nochmal einen. Ist auch komplett egal, ob das da aus 40 Metern ist. Kloppen wir das einfach nochmal aufs Tor. Szabolcs Szusty, der Ungar für Hannover, da müssen wir drauf gucken. Mit seinen gefährlichen Bällen und natürlich auf Stindl, wenn er noch da ist. Wenn er noch da ist, das werden wir dann gleich wissen. Im Tor, hampel nicht so rum, ich will es lesen. Ulreich, Ex-Stuttgarter. Der hat ja auch so ein Faible dafür, uns zu ärgern. Bei uns ist es jetzt erstmal für ein paar Wochen Christopher Julier, der hier die Binde trägt. Ich könnte das irgendwie ändern. Mal gucken, muss ich das dann aber mal vorher machen. Wenn ich dran denke. Da habt ihr das gerade nochmal gesehen, die 5 daheim gegen die 4. Ja, mit Volland heute auf der 10. Und vorne eben die beiden Hungrigen, die immer für ein Tor gut sind. Hinten muss Öztunali absichern. Und natürlich Lehme im Tor. Also die Experimente da mit Schwollo, das hat sich erstmal erledigt. Ja, Stindl ist noch da. Marcelo Moreno, der Stürmer mit Gigliotti, auch ein ehemaliger Stuttgarter. Also schon mal Minimum 2 ehemalige vom VfB dabei. Sieht fast wie so eine Resterampe aus hier, das Hannover. Moreno, den wollten sie ja damals in Bremen auch nicht mehr haben, als der ausgeliehen war von, ich glaube, lass mich überlegen, wer war das denn nochmal? Ich glaube, von Donetsk. Super Ball. Volland. Volland mit der Flanke vorne rein und da kommt er aber nicht ganz hin. Habt ihr schon wieder gesehen, wie so ein Geier im Sturzflug. Michy Batshuayi. Guter Kopfball. Öztunali. Auf Bakkali. Erstmal schön runter. Auf Jedlin. Legt den weiter. Auf Bakkali. Das dauert zu lange. Hätte er längst abspielen müssen. Volland, der will Jedlin den da reinlegen. Aber was ist das denn? Das sah aus wie ein rohes Ei irgendwo hingelegt. Das war doch kein Pass. Und das ist viel zu lang. Das ist definitiv viel zu lang für den Hannoveraner Stürmer. S-Wein. Öztunali. Schöner Pass in die Mitte. Vorne ist Bakkali gestartet. Das ist kein Abseits. Hoffe ich zumindest nicht. Muss er irgendwas machen? Er macht auch irgendwas. Batshuayi war allerdings ein bisschen spät dran. Kommt zwar mit dem Kopf hin, bekommt den auch aufs Tor. Aber das ist natürlich kein Thema. Super gemacht jetzt. Batshuayi. Klasse, was wir hier spielen, ganz zu Beginn. Und das wird dann auch belohnt. Das muss belohnt werden, Mann. 12. Minute. Sturmlauf von Freiburg ist zum ersten Mal hier belohnt worden. Klasse Pass von Bakkali. Und das ist ein klasse Abschluss.
die beiden Belgier in der Co-Produktion. Momentan wären wir Vierter. Hätten wir Hannover wieder überholt. Super. Von Eswein. Öztunali. Jedlin. Jedlin, ja, ich weiß nicht, ob der läuft. Der hat so ein bisschen gezögert. Sah so ein bisschen halbherzig aus. Super. Und ist Benzia. Der geht jetzt da einfach vorbei. Mit der Flanke. Ja, ich hätte es auch selber probieren können. Das sieht so ein bisschen vom Spiel aus wie gegen Hamburg. Also sofort mit Druck. Das ist natürlich auch sehr offensiv. Hier, guck mal, wo wir stehen. Habe ich denen gar nicht gesagt. Haben die einfach mal eigenmächtig hier die Taktik geändert. Die Vögel. Jedlin. Super Flanke. Hinten ist Batshuayi. Und das ist klasse. Ich kann mich da nur wiederholen. 20. Minute, 7. Saisontor. Und wieder ist es der Zehner. Klasse mit dem Kopf, wie wir gesehen haben. Klasse mit dem Fuß. Und da sind die Sträflichen, die den allein lassen da. Beziehungsweise nicht wirklich energisch genug da beim Mann sind. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig geniale Flanke vom Ami. Von DeAndre Yedlin. Aus der Bedrängnis da. Jetzt müssen wir hinten aufpassen. Achtung. Ball nach vorne. Benzia, ja. Unten ist schon wieder einer. Da ist schon wieder dicke Platz. Na, Batshuayi ist nicht gegangen. Das war schade. Da war nämlich deutlich mehr drin in der Situation. Aber ich werde jetzt hier den Teufel tun und hier meckern. Weil so eine Anfangsphase, das wünscht man sich. Wir haben das anscheinend gut mitgenommen jetzt. Oh, das ist schon wieder so ein klasse Pass gewesen. Ich werde hier noch verrückt. Das ist jetzt die 26. Und wir führen 3-0. Batshuayi kann nicht nur Tore schießen, auch vorlegen. Aber das ist natürlich sträflich, was Hannover da macht. Da wollen die da auf Abseits spielen. Das hätte man normalerweise schon merken müssen, dass es nichts wird. 3-0 SC Freiburg. Und hier geht gar nichts. Also so ein Pass jetzt da außen, er holt den zwar noch. Aber das ist natürlich symbolisch für dieses Spiel. Wir haben eine klasse Mannschaft. Die muss es eben auch nur zeigen jetzt. Und sie sind auf dem besten Wege, das jetzt auch mal konstant zu machen. Wettbewerbsübergreifend. Klasse gegen Rapid Wien. Und dann wird hier wirklich an der Stellschraube gemacht. Und wirklich Spieler reingebracht, die gar nicht oft dran kamen. Oh, das war schwach. Ist aber abseits. Ich glaube, wieder Moreno. Nee, der steht da oben irgendwo. Hat einen Pass gemacht. Ist knapp. Das ist definitiv knapp. Darf ich jetzt daran zweifeln, ob der den Ball wirklich reingemacht hätte. Aber eine Chance hätte es geben können, wenn es eben kein Absatz wäre. Jedlin. Zurück jetzt hier auf Holland. Kann den mal hochlegen. Die haben viel zu viel Platz. Also wenn man dann gegen Düsseldorf zum Beispiel sich mal das anguckt, was wir da für Probleme hatten, weil die einfach so gut standen. Das hier ist ja wirklich eine Einladung. Und die machen genauso weiter. Die haben schon drei Dinger kassiert. Und da ist kein Lerneffekt bei. Klar müssen die auch selber was machen, sonst verlieren sie eben mit 3-0, aber so. Das ist schon wieder jetzt so ein Pass hier, der natürlich leider Gottes da nicht ankommt, weil Sané schon ein Schrank ist. Ich glaube, wir können mal auf Konter spielen, dass wir eben nicht mehr so offensiv hier rumrennen und dann solche Pässe machen. So, das, ja, schadet ja auch nicht. Benzia muss entgegenkommen. So, Konter mal aktiviert. Wir gehen doch jetzt vor der Pause ein bisschen defensiver. Weil man merkt es schon, dass die das jetzt versuchen mit langen Bällen. Oh, das ist ein Fehler. Das ist ein dicker Fehler gewesen. Raus. Wichtig. Ich glaube, die können im Moment auch nur so zu Torchancen kommen, indem wir eben Quatsch machen. Oder zu offensiv stehen. Da wäre es beinahe schief gegangen. Muss man mehr draus machen. Ich glaube, eine Mannschaft, die Selbstvertrauen hat, die eben noch nicht drei Dinger hier kassiert hat, die macht die auch rein. Huschti. Grätsche. Wieder abseits. Es ist immer die 15. Das ist nicht Moreno. Also Huschti hat den Ball, den Pass gespielt. Moreno stand eben da rum, aber wer ist die 15? Öztunali haben wir hier. Der das wirklich gut macht in der ersten Halbzeit. Wir werden jetzt ein bisschen nachlässig. Die Pässe kommen nicht mehr an oder zumindest versucht Hannover ein bisschen mehr. Ja, das ist hier, ist Ayeti super geklärt. Geht ja eigentlich fast gar nicht besser.
Und dann ist Halbzeit. Gucken wir uns das Ganze mal an. Auch jetzt zu Beginn der zweiten. Warum sollen wir jetzt hier noch voll Power spielen? Also wir brauchen jetzt auch für die nächsten Wochen frische Akteure. Aber das ist natürlich schon eine Demonstration gewesen in den ersten knapp 25 Minuten. Hier ist das erste Tor. Die stehen richtig hoch. Da ist ja kein Verteidiger im Strafraum. Und hier ist die super Flanke von DeAndre Yedlin. Und wenn dann halt der Batshuayi so zum Kopfball kommt. Das erste Tor sieht fast so aus wie das dritte. Nur eben mit vertauschten Rollen. Und ich glaube, da ist mit Sicherheit jetzt nicht ruhig in der Hannoveraner Kabine gewesen. Was können die noch machen? Beziehungsweise was machen wir jetzt noch? Und so ein Schützenfest wäre schon was Feines. Ist halt nur die Frage, ob sich das realisieren lässt. Bakali, super Ball. Wo kommt der hin? Nicht. Wurde ein bisschen lang am Ende. Ein bisschen schnell. Obwohl es hier nicht nass ist. So, wie stehe ich eigentlich? Defensiv will ich eigentlich gar nicht. Das hat uns, glaube ich, noch nie gut getan, wenn wir uns zu defensiv gestellt haben. Batshuayi sofort wieder versucht. Oben kommt Benzia. Also Hannover spielt hier nach wie vor mit dem Feuer. Da muss dann meistens der Sané das da hinten retten. Wir können noch mal ein bisschen was wechseln jetzt gleich zu Beginn. Gucken wir uns mal an, wer hier müde ist und geben eben Chancen. Bakali kann ich rausnehmen jetzt. Dann mal Zug auf die Seite. Marcos Lopez für Volland muss nicht unbedingt, ja, kann man aber auch machen. Und ich denke mal dann ganz am Ende oder gleich so Richtung 65. noch den Gavranovic bringen. Yedlin, toller Einsatz. Muss er eben jetzt nur gucken, dass es da nicht schief geht. Benzia macht es gut. Na, schade von Esswein. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Er spielt den tollen Pass auf Benzia. Und das müsste doch jetzt eigentlich das Nächste sein. Von Alex Esswein. Lass den doch mal in Ruhe, Mensch, dass ich hier jubeln kann. Ja, Benzia muss ihn vorne eigentlich schon machen. Toll selbst eingeleitet. Aber was sind das für Löcher? Also da wird ja jedes schwarze Loch neidisch. Und dann ist es mal wieder ein klasse Abschluss von Esswein. Lässt überhaupt keine Diskussion da aufkommen. Ja, hier dauert es zu lange. Und dann wumms. Hat's gesessen. Also er trifft auch heute Alex Esswein. Und das ist mittlerweile das vierte. Und Leute, wer ist der Erste, der hier Legendary schreit? Mal schauen. Ich meine, es ist ja mittlerweile oder bis jetzt noch nicht jedes Mal so, jedes Wochenende, dass wir hier die Mannschaften wegholzen in dieser Größenordnung. Klasse von Lopez. Esswein. Oh, Öztunali. Aber die setzen auch nicht so richtig nach. Guck, hier kommt keiner. Hier kommt keiner, wie du rumspazieren kannst. Also Druck sieht für mich anders aus. Ganz klare Sache. Batshuayi. Nochmal lang auf Esswein. Das sind alles recht ähnliche Spielzüge, aber es klappt ja meistens bei denen auch. Das ist ja das Erschreckende. Ja, Öztunali lässt sich heute durchspielen. Batshuayi kann raus, weil der hat schon seine Tore gemacht. Es wäre ganz schön, wenn Benzia ja auch noch belohnt würde. Wir haben jetzt zweimal Esswein, zweimal Batshuayi. Langes Ding nach vorne. Moreno, der jetzt startet. Startet jetzt. Oh. Nicht ganz sicher hinten von Christopher Chilier, vom Kapitän. Der da zu früh abspringt oder sich verschätzt. Und hat Glück, dass es wieder abseits ist. Vorne. Ja, das hat Hannover nicht kapiert. Dass man so bei uns nicht durchkommt. Mit diesen hohen Bällen. Also müssten, glaube ich, eher tief versuchen, sich durchzukombinieren. Weil sowohl Ayeti als auch Chilias haben natürlich die absolute Kopfballhoheit. Und sie haben Spieler vorne drin wie Moreno. Der ist nicht gerade groß. Das ist auch eher so der wendige Typ. Ja, schön gespielt. Gavranovic, oh, da holt er sich das Ding fast noch. Kommt ihn rüber gestochert zum Franzosen. So, ich glaube, wir spielen ja auf Konter. Jetzt gehe ich doch mal ein bisschen defensiver. Ein bisschen defensiver. Und das ist eine ganz, ganz desaströse Leistung. Ja, der hat schon 7-mal getroffen, der Moreno. Kommt jetzt
der Pole, Arthur Zubiak, ins Spiel. Ich bezweifle nur, dass es jetzt groß was noch ändern wird im Spiel. Das ist zu wenig. Und jetzt, selbst jetzt beim 4-0, muss man den Bällen schon noch entgegengehen. Da muss man das eben so machen. Oh. Tut mir ja fast auch schon ein bisschen leid. Also diese Verzweiflungsdinger, das ist dann ein Torschuss für Hannover. Zumindest mal das. Lopez. Das ist Östunali. Schönes Ding. Wieder auf Lopez, auf den Portugiesen. Sieht jetzt unten Esswein. Er versucht, den reinzuflanken. Kann er ja auch. Er ist ja nicht nur klasse im Abschluss oder in den Standardsituationen. Er kann ja auch richtig gut. Oh, Leno wartet da gar nicht, bis er den Fuß annehmen kann. Das wird sogar eine Vorlage. Schade. Das hätte ich gefeiert hier mit der Karnevalsmütze, wenn das jetzt hier ein Tor geworden wäre. Leno, wie ein Kung-Fu-Kämpfer, kommt er da an und macht da fast die Vorlage. Das wäre eine gewesen, also wenn es eben nicht Abseits gewesen wäre. Schade, dass wir das nicht erleben durften. Oh, das ist nochmal gut gespielt hier außen. In der Mitte muss jetzt einer hin. Tja, und die dürfen doch noch einen machen. Gigliotti ist es. Jetzt weiß ich doch endlich mal, wie die 15 ist. Nach wie vor darf man nicht vergessen. Bei aller Schönheit. Aber es werden permanent die Flanken gefährlich hier. Das sieht lustig aus. Also synchron nicken in der Mitte von unseren Spielern. Aber da geht wirklich an jedem der Ball vorbei. Und der eine Grüne, der hinten steht, der bekommt den. Lopez. Auf Jedlin. Das ist Zuck. Zuck. Mal schön gemacht jetzt. Na, der Lopez kommt nicht mehr dazu, den durchzulegen. Schade, da war Zuck nämlich mal gestartet. So, Grätsche. Ja, nicht ganz. Aber hat zumindest ein bisschen Zeit gebracht für uns, um da hinten uns wieder zu stellen. Jetzt lassen sie den wieder durchlaufen. Lassen sie den wieder durchlaufen. Und jetzt ist Leno da. Das, was er eben nicht konnte. Sehr schön. Esswein zieht den Turbo nochmal an. Ja, wird dann gestört. Tja, teilweise ein bisschen zu sorglos. Auch in den Situationen. Aber meine Güte, ich meine, du 4-1 führst, kann immer so ein Gegentor noch passieren. Gavranovic sehr weit hinten unterwegs. Das ist Jedlin. Nochmal rübergelegt. Ich fürchte, dass Sané den Ball haben wird. Na, da kommen wir nicht zum Nachschuss. 87. Hannover gibt sich zumindest nicht auf. Haben jetzt nach dem Tor nochmal was gerochen hier. Aber nach wie vor sehr riskant. Also auch, das sieht nicht sicher aus, was die spielen da hinten. Die Bälle hüpfen unkontrolliert durch die Gegend. Ja, das war gut. Das war gut gemacht. Nochmal nach vorne von Gavranovic. Schade, dass der nicht ankommt. So, den müssen wir haben. Geht nach hinten los, das Ganze. Viel zu spät, was Hannover hier probiert. Für uns ist es letztendlich ein 4-1, was auch in der Höhe absolut verdient ist. Absolut verdient ist. 77. haben sie da noch den Anschluss gemacht. Also man könnte, wenn man das jetzt hier den Spielern negativ anlasten möchte, was ich nicht will, aber sagen, dass die letzte halbe Stunde eben nicht mehr so gut war. Also nicht nur eben, dass das Tor fällt, sondern es hätten auch durchaus noch eins mehr sein können, weil das war dann wieder so eine Flanke, die dann durchkam. So, hier gucken wir uns das Ganze nochmal an. Die Tore, die gefallen sind. Ja, hier. Aber das ist ja bei denen auch nicht anders gewesen. Da stehen drei Jungs und gucken eben zu. Super Pass in die Schnittstelle, wie man immer so schön sagt. Das war das dritte. Und hier ist Nummer 4. Ja, das dauert viel zu lange. Benzi, ja, das sah so ein bisschen aus wie, ja, ich bin nervös. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Ball. Ja, natürlich auch noch das Ehrentor hier von Hannover. Von den Chancen her, du kannst, glaube ich, kaum mehr effizient sein wie heute. 6-mal geschossen, davon 5 aufs Tor. Das ist eine 83-prozentige Genauigkeit. Und von diesen 5 aufs Tor eben 4 reingemacht hast. Michy Batshuayi mit einer 9,0. Hannover macht eben auch diesen einen rein, den sie aufs Tor bringen. Da war die Passgenauigkeit ein bisschen besser. Aber das brachte eben für die gar nichts. Gucken wir mal drauf hier. Auf die Noten. Man sucht sich am besten den raus, der noch irgendwie über eine 6, noch was kam. Das sind, ja, mit Pocconioli zusammen 4 Spieler.
Und Ulreich eine 4,6. Also der hat ja eigentlich im Prinzip nichts gehalten. Höchstens den einen gegen Yasin Benzia. Und das hat er gut gemacht. Gavranovic können wir nicht zählen. Hatte nichts mehr wirklich vorne bekommen. Und den einen Pass, den er gespielt hat, der klasse gewesen wäre, der wurde eben dann von Sané noch abgefangen. Benzia 8,0. Sturmkollege 9,0. Bakali 8,0. Esswein 8,9. Und auch Ayeti, Yedlin und Bernd Leno waren klasse. Also was mich ärgert, ist, dass Öztunali nur eine 6,9 bekommt. Der war für meine Begriffe besser. Hat die Bälle abgefangen, was von ihm verlangt wird, hat aber auch nach vorne Akzente gesetzt. Und Kelvin Volland konnte es leider auch nicht zeigen mit einer 6,6. Das war eben das Merkwürdige, dass die Stürmer sich vorne die Dinger selber vorgelegt haben. Aber meine Fresse, bin der Letzte, der sich darüber beschwert, wer hier die Vorlagen macht. Aber ganz mit Sicherheit. Platz 3 ist es jetzt. 21 Punkte. Und ich glaube, das Stückchen gehen wir gerade noch vor bis zum Spiel gegen Bremen. Das meine ich nämlich. SC Freiburg lässt Benzia ja aufblühen. Ja, auch wenn er nicht getroffen hat, es war eine klasse Leistung. Das wird ihm helfen, mit der 8,0 auch da heute zufrieden rauszugehen. Wer muss denn hier abgestellt werden? Benzia Frankreich, Schmelzer Deutschland, Bakali Belgien und Ayeti Schweiz, ja. Ich müsste normalerweise den Marc Wilmots mal anrufen. Was das denn bitte soll, dass er den Batshuayi daheim lässt? Kann normalerweise auch nicht sein. Benjamin Mondi von Olympique Marseille, Bericht vollständig. Ja, das nenne ich Schnelligkeit. Sprinttempo 86 bis 90, Beschleunigung 90 bis 94. Ja, wäre mit 22 auch irgendwo noch ein Typ, der da reinpassen würde. Gucken wir noch weiter, der ist nämlich auch nicht teuer. Ich mache mal eine Anfrage, 2,5 stand da. Würde mich jetzt halt nicht wundern, wenn es verdoppelt würde, dass so ungefähr so ein Ding wie 5 Mille bei rumkommt. Aber selbst dann wäre es noch nicht unbedingt teuer. Also wenn wir Schmelzer abgeben, was ja der Plan ist, dann wäre so ein Spieler auf jeden Fall machbar. So, Spieler verkaufen, wo habe ich das? Schmelzer, na, tut mir so ein bisschen leid, aber ihr merkt selber, das passt irgendwie nicht rein. 6 Millionen wert, kann ich nur auf die Leihliste setzen. Aber bitte, Freiburg verleiht ja keinen Marcel Schmelzer mit einer 80, ne? Das ist Käse. Also ich denke mal, ab dem 1. Januar kann ich da auch sagen. Oder wir behalten den, ist ja nicht schlimm. Der ist ja 5,5 Millionen gekommen. Das hat ja jetzt keinen Ast hier rausgebrochen. Aus der ganzen Geschichte. Dann wieder kopflos, hin und her hier. Nee, wir wollen natürlich noch gucken, was hier für Ergebnisse an diesem Spieltag stattgefunden haben. Dortmund gewinnt, Bayern verliert gegen Stuttgart. Also 2-0 gewinnen die Schwaben gegen den Favoriten zu Hause. Dann haben wir einen Sieg auswärts von Leverkusen in Frankfurt und auch die Bremer, unser nächster Gegner, gewinnen gegen Mainz, auswärts mit 1-0. Also scheinen recht sattelfest hinten zu sein. Könnte ein anderes Spiel sein als gegen Hannover. Ich weiß gar nicht, was die geritten hat. Also vielleicht so ein bisschen die Euphoriewelle. Die stehen ja immer noch, die standen ja vorher auf der 4. Dass die gedacht haben, ja, wir sind so super drauf und werden wohl Freiburg da irgendwie wegholzen mit unserer Offensive. Und hinten nachlässig. Und dann war also mal schonungslos das Ganze aufgedeckt. 19 Tore in 10 Spielen. Das ist fast 2 Tore pro Spiel. Wenn ihr euch erinnert, wo wir am Anfang waren. Da haben wir uns ja schwer getan, dass wir da wirklich ein Tor pro Spiel machen. Ja, gut, der Kader war auch noch nicht so gut wie jetzt. Ganz ehrlich, muss man auch zugeben. Tja, vielleicht, wenn alles so weitergeht, man weiß es ja nicht, kann auch sein, dass man jetzt wieder verliert, so nach dem Motto Olympiakos reloaded. Wenn dem nicht so sein sollte, dann könnte man eventuell schon sagen, ab dem Winter gehen wir eine Stufe hoch. Das ist ja anders wie auf den Konsolen, ich glaube, da gibt's ja den Legende-Modus gar nicht, da ist Weltklasse das Höchste, also würde jetzt heißen, wir spielen jetzt gerade auf Profi im Konsolen-Fachjargon und würden dann eben auf Weltklasse hochstellen. Tja, muss man ja nicht jetzt entscheiden. Wir haben ja jetzt, wie ihr seht, gerade mal, ich glaube, was ist es denn hier? Anfang Oktober, da geht ja noch einiges. Also 3 volle Monate noch geht's hier hin und her. Wir haben erstmal den 3. Spieltag jetzt demnächst in der Euroleague. Und jetzt sind wir zu Gast im Weserstadion gegen Bremen, 11. Spieltag. Und ich bin ganz guter Dinge, dass das Feuerwerk des SC Freiburg weitergehen kann. Bis gleich.